Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Sennesolai, herzlich willkommen bei Abanacho. Ich habe mir überlegt, wenn ich das am Machen und am Tun bin, da könnt ihr doch eigentlich ruhig dabei sein. Warum denn nicht? Ich meine, es wäre jetzt nachts und es ist irgendwo nur kloppen. Aber wenn was passiert, dann ist das lustig. Ist jetzt nur schwierig. Wo ist es denn? Dort. Die interessieren mich jetzt mal ausnahmsweise nicht. Eigentlich müsste ich das mal irgendwie abzählen können, ne? So Pi mal Daumen. Wie tief das dann runtergeht. Das wäre vielleicht nicht so übel. Bin ich hier in etwa aber gleich? Nee. Nicht, aber gut. Zu wenig ist so schlimm nicht. Machen wir einmal gucken hier. Und das kann ich mal direkt umwandeln. Das brauche ich gleich ja noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und der 15., wo man drauf steht. Ich glaube, das könnte dann reichen, wenn ich den auf 10 mache. Also 10 tiefer halt. So. Jetzt kann ich schon mal wieder tauschen. Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Zeig mal, wo ist das Haus? Nee, ich glaube, das sind... Ja doch, zwei Blöcke könnte hinkommen. Ah, machen wir erstmal 13, dann gucken wir mal. Dann sehe ich das, ja. Ich muss sowieso... Zwei nach oben. So, den wollte ich nämlich auch einmal so machen. Und fertig. Also. 1, 2, 3. Hier. Ja, machen wir erstmal so. 5, 6, 7. Okay. Lila eine Achse ist das, hallo? Okay, 8. Jetzt habe ich allerdings ein Problem, ne? Jetzt habe ich allerdings ein kleines Problem. Ich mache jetzt hier noch 14. Weil die Sache ist... ist ja noch... Ich kann ja gar nicht gerade buddeln, ne? Doch, kann ich ja. Ah ja, sah nur anders aus. Okay. Ja. Das dauert dann natürlich 1,50 Meter. Ja, und jetzt quasi hier durchbuddeln, bis wir... Der ist doch gar nicht. Jetzt ist er richtig. Bis wir auf den anderen ankommen. Das ist ja... dauert natürlich 1 Meter. Aber kriegen wir schon hin. Und dann gucken, was die Zombies sagen, wenn die hier ankommen. Ja doch, ich glaube... Oh. Na nee. Na nee. Aha, deswegen. Jetzt kommt wieder der...
das super Tolle, wo ich dann interessanterweise super schnell die Orientierung verliere. Da gehe ich doch jetzt, will ich doch gar nicht runter. Ja, natürlich, da bin ich jetzt an zu tief. Ah, weil ich eben zu Holz gemacht habe. Habe ich vergessen. Muss ich natürlich weitermachen. Wo ist die... Die sah ich schon. Wo ist der Stein? Dort. Ach Gott, ich mag das nicht, die Ohren. Nee, hier bin ich jetzt höher gegangen. Das verliere ich unheimlich schnell. So. Und hier gehe ich auch schon wieder höher. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber jetzt mal richtig. Nee, immer noch nicht. Der muss auch noch weg. So. Das ist dann einfach halt wegen der Optik. Ich bin da schon wieder nach oben gewandert, ich Depp. Das ist ja lustig. So. Den Rest hier machen wir später. Ich muss jetzt halt erstmal geradeaus gucken können. Das ist viel schwieriger. Da ist dann das Gestein, was mich einfach rein optisch insofern irritiert, dass ich da echt dann gern mal vergesse, wo ich denn eigentlich bin. Ist total lustig. Nee, pack halt hier unten hin. So. Und die packen wir jetzt einfach mal dort kurzfristig dran. Na ne? Ach dort. Also diese, die Muster, die sind schon lustig irgendwo und irritierend für mich halt. Aber das ist auch manchmal ganz interessant, wenn man dann nicht mehr weiß, wo es vorne und wo es hinten. Oder wie ihr eben gesehen habt, ich buddel einfach mal nach oben, was eigentlich totaler Blödsinn ist. Aber ich mache das dann halt einfach mal. So. Und warum habe ich jetzt hier das Gefühl, ein zu wenig zu haben? Nee, das passt jetzt. Warum habe ich denn da jetzt ein zu wenig? Das ist das, was bei mir manchmal richtig auffällt. Und manchmal habe ich das Glück und dann geht das zack, zack, zack und dann bin ich durch. Allerdings wundert es mich, dass die lilane Axt hier nicht so gut durchgeht. Also in Sachen Eisen und solchen Geschichten, da geht ihr bald durch wie Butter. Aber hier hat sie doch so ihre Schwierigkeiten. Ich hoffe, ich laufe jetzt auch in die richtige Richtung. Nicht, dass ich hier irgendwie falsch bin. Wäre ja auch doof. Aber das kann ich jetzt dummerweise auch nicht so wirklich prüfen. Wo bin ich denn hier? Ach da. Was sollte eigentlich hinkommen? So, und dann halt zwischendurch mal wieder so Fackellöcher machen. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Naja, warum nicht? So, muss ich jetzt gucken. Müsste hinkommen, ne? Ist das laut. Ich höre das gar nicht. Sieht das. Ah, da. Okay. Da haben wir jetzt einen gemacht. Dann müssen wir den noch wegmachen. Und dann sollte das schon fast funktionieren. Naja. Ach so. Genau, weil der oder der noch weg muss. So ist richtig. Und damit wir eine schöne Höhe haben, machen wir diese oberen weg. So. Und dann ist es auch ein hübsch.
Aber ich glaube... Genau, so ist doch richtig. Ja, so ist gut. Dann haben wir das Ganze auch in hübsch und wir können weitermachen. Wieder mit ein bisschen Abstand. Das mag ich dann immer am liebsten, weil halt nicht so laut ist es. Das mag ich auch nicht so auf Ohren haben. Also das Geräusch, das nervt mit der Zeit einfach. So. Na ne? Wieso habe ich denn jetzt eine Erde übrig gehabt? Interessant. Gut. Halt weiter gucken. Vielleicht schaffen wir es heute Nacht. Den längeren Gang habe ich das Gefühl, den habe ich wesentlich schneller hingekriegt. Als dieses kleine Stück, was ich hier jetzt mache. Also von der Gesamtzeit natürlich her, ne? Was man so halt so im Kopf hat. Ja. Müssten wir dann da hinten halt auch wieder eine Fackel dran machen. Das ist okay. Das ist gut so. So kann ich damit umgehen. Mach halt weg. Ich ziehe das jetzt aber hier nicht mit euch in 3-4 Folgen durch, sondern wir machen das jetzt hier halt einmal zusammen. Dann wisst ihr schon mal, was hier ist. Und ja, dann mache ich den Rest halt kurz alleine. Und dann ist, warum machst du das? Und dann ist gut. So ist richtig. Aber natürlich dann jetzt auch nicht am Tag, sondern ich mache das dann halt in der Nächten. Das geht ja. Und dann ist alles in Ordnung. So, ne? Bin mal gespannt, wo ich dann rauskomme jetzt. Da bin ich mal so richtig gespannt drauf. Ich habe mal so eine Sache, aber es müsste eigentlich schon irgendwie hinkommen. Lustig wird es dann, wenn man wenn man jetzt drüber oder drunter wegbuddelt über den Gang. Weil dann freut man sich natürlich. Weil ich kann das halt dummerweise jetzt auch nur zum Abschätzen, weil das eben nicht genau eine Höhe ist. Aber ich glaube, in etwa sollten wir die Höhe haben. Das heißt, einer von diesen dreien sollte passen. Und von daher das kleinere Übel. Da können wir dann mit einer Rampe oder mit einer Treppe auf die richtige Höhe gehen. Und dann ist gut. Ich denke, das ist so schlimm nicht. Naja, ein bisschen noch, dann können wir die nächste Kerze setzen, also Fackel. Und dann passt das auch. 1 Uhr schon wieder. Ja. Da kommen bestimmt bald die Spiders angelaufen. Fällt mir also ganz dumm ein. Gegen die kann ich jetzt... Ach du Heilige, ich habe noch was vergessen. Na gut, mit Woodfriends kann ich mich hinten wieder hochbauen. Habe ich ja total vergessen. Dass ich muss auch irgendwie wieder rauskommen. Im Zweifel eben auch, bevor ich den Gang fertig habe. Ja gut, mein Kleiner. Dann, ich repariere und du machst derweil Stamina. Passt schon. So. Und sag mal, wenn du fertig hast. Naja. Reicht eigentlich noch mit dem Licht. Der ist eigentlich schon viel zu nah dran, glaube ich. Ups, wo ist es denn da? Na komm her. Machen wir hier. Sollte gehen. So, und ein Zieber nochmal. Passt doch. Ach, warum denn das jetzt? Ach so. Deswegen. So geht das dann auch. Ja. So leuchtet das Ganze wieder schön aus.
und alles ist gut. Ist natürlich jetzt relativ langweilig, wenn ich jetzt hier einfach mal nur mich durch den Berg buddel. Aber normalerweise gehört das halt komplett dazu. Und im Eigentlichen lasse ich das immer weg. Eben weil ich euch damit nicht so langweilen will. Aber ihr wisst ja, sowas kostet dann auch richtig heftig Zeit. Nur, die Zombies, die scheinen sich nicht für mich zu interessieren. Das finde ich schon mal so schlecht nicht. Und so bin ich dann auch da. Na, dann ein bisschen weitergehen. Dann wird unten der Boden wieder rausgekloppt. Da kommen dann wieder Woodlands rein, dann kann man einfach besser laufen. Das wollte ich auch eigentlich komplett ausgekleidet haben. Ne? Da war mal der Bohrer nicht so übel. Aber für sowas habe ich ja nichts. Damit mal so einmal durchzimmern. Obwohl, wenn ich nicht irre, ist er auch schlechter geworden. Als er damals halt gewesen ist. Oder war das nicht so? Da müsstet ihr mich mal auch klären, die ihr einen Bohrer habt, wenn ihr einen habt. Aber ich meine, der geht mittlerweile auch schlechter durch den Fels, ne? So. Also weit so gut. Müsste ich nicht mal langsam irgendwie da sein? Sprach's und hat den Gang gefunden. Oder? Nee, sah nur so aus. Das wäre jetzt auch wieder lustig gewesen. Das wäre wieder sowas ganz Lustiges gewesen, wenn ich jetzt direkt wieder am Gang rausgekommen wäre. Ja? Ich repariere dabei wieder. Während du deine Stamina sammelst. Ja doch, aber so viel dürfte das jetzt eigentlich nicht mehr sein, wenn ich mir das so angucke. Das sehe ich dann ja gleich. Hoffe ich. Irgendwann muss ich ja mal irgendwo hinkommen. Sonst muss ich mal einmal kurz, nee, das ist auch scheiße. Ups. Doch. Ich bin ja da. Ich bin nur zu tief. Okay. Moment. Ja, Tatsache. Mach doch mal so. Ja, ich bin tatsächlich da. Aber deutlich zu tief. Na ne. Na gut, aber jetzt weiß ich halt, wo ich bin. Und das heißt, ja, aber sehr deutlich, ne? Obwohl, ja, kann ich hier eigentlich, dann kann ich da hier die Woodfriend schon reinknallen, oder? Und dann bühle ich mich jetzt hier einfach nochmal oben durch. Und dann mache ich in der Rest der Zeit, ne, ich laufe ja eh erstmal noch auf Stein rum. Das heißt, ich mache das so, dann komme ich auch hier rein und bügel mich jetzt hier mal einmal durch. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir dann wie uns um 4 Uhr wieder. Würde ich mal so denken. So. Okay. Und dann machen wir dort ein hin. Mach halt. Obwohl. Können wir auch so lassen. Ja, ist doch gut so. Warum will ich denn da weiter rumbügeln? Wenn ich dann hier Treppen hinsetze, na gut, dann muss ich die halt wieder wegnehmen. Aber solange ich die Treppen hier noch nicht habe, ist das ja so nicht übel. Nein, läuft. Läuft, lassen wir. Super. Zweiten Eingang geschaffen. Einer ganz draußen und ein eben, dass ich vom Feld, wenn ich dann die Mauer stehen habe, auch hier wieder rein und rauskomme. So muss das sein. Na nö. Ei, 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 was passiert hier? Nix. Der war ja lustig.
Der will mich. Hallo? Hallo? Zuckung? Geh mal nach oben. Meine Lieben, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, teilt es auf meinen Social Media. Und ja, dann bis später. Bye bye.